Was bestimmt den Sinn des Lebens einer Person? Ist es der Zufall, entschieden durch ein Los? Oder ergeht ein Ruf des Schicksals an einen jeden von uns? Viele haben sich über meine kleine Hadassah gewundert, vor allem darüber, dass ein einzelnes jüdisches Waisenkind auserwählt wurde, sich der Vernichtung ihres Volkes entgegenzustellen. Das Geheimnis um das Schicksal dieses Mädchens, das unter dem Namen Esther bekannt wurde, begann jedoch bereits 500 Jahre früher mit einem einzelnen Akt der Ungehorsamkeit. König Saul von Israel war von dem Propheten Samuel gesandt worden, um einen uralten Gegner auszulöschen, der Kinder opferte. Seine Bösartigkeit war so groß, dass nicht einmal ein einziger Ochse und ein einziges Schaf verschont werden sollten und es vor allen Dingen keine Überlebenden geben durfte. Mein Herr, dies ist Agag, König der Amalekiter. Wir haben auch seine Familie festgenommen. Seine Frau, die Königin. Sag mir, welch dunkle Botschaft ließ mich so hastig durch unser Land eilen? Wie könnt ihr mich jetzt noch beschuldigen, Prophet? Ich habe den Befehl eures Herrn ausgeführt. Dann kannst du mir sicher auch sagen, warum meine Ohren das Muhen von Kühen und das Blöken von Schafen vernehmen. Euer Majestät, die amalekitische Königin. Sie ist geflohen. Wir haben den König. Was ist dann schon seine Frau? Du alter Narr! Sie erwartet ein Kind! Während der Prophet Samuel dem König Agag ein schnelles Ende bereitete, wurde Agags Königin, die den Samen der Rache in sich trug, nie von den Juden gefunden. Rebecca, was für eine Art Haushälterin bist du eigentlich? Das geschieht euch ganz recht. Denn zu Hause wird nicht gearbeitet. Die Karawane ist gerade angekommen. Nun, Susa ist die Hauptstadt der bekannten Welt. Jeden Tag kommen hier Karawanen an. Aber nicht aus Jerusalem. Hm. Vielleicht könntest du hingehen und sie fragen, ob sie nächstes Jahr um dieselbe Zeit auch hier sind. Nächstes Jahr? Du hast es versprochen. Rebecca! Kämpf deine eigenen Schlachten. Du zahlst mir nicht genug, um sie auch noch für dich auszutragen. Guten Morgen, Hadassah. Wo hast du gesteckt? Tut mir leid, Großmutter. Es war sehr voll auf dem Markt. Eine neue Karawane ist angekommen aus hier. Kein gutes Thema. Onkel Mordecai, sehnt sich dein Herz denn nicht danach, unser Volk im alten Glanz zu sehen? Ich weiß es. Sirius der Große hat Babylon erobert und befreite unser Volk aus der Gefangenschaft. So war es doch. Wir empfangen unsere Freiheit und verlassen das heidnische Reich, um unser Schicksal zu finden? Ganz sicher nicht. Mein Herr, ich bitte dich Tag und Nacht. Gib mir die Geduld Hiobs und die Weisheit Salomons. Und was gibst du mir? Du gibst mir die schier endlosen Forderungen einer wundervollen, schönen jungen Frau. Träumen. Mag sein.
Hier, nimm. Sei du die Prinzessin. Während viele Juden die Ereignisse, die Jahrhunderte her waren, vergessen hatten, erinnerten sich die Nachkommen Agags nur zu gut. Denn Agags Königin hatte tatsächlich überlebt und einen Sohn geboren. Und sie schmiedete ein Zeichen für ihn und prophezeite, dass eines Tages ein Agagit aufsteigen würde, ein Nachkomme Agags, der endlich Rache an den Juden üben würde. Seht nur, da ist Hadassa. Hadassa, eine Geschichte. Erzähl eine Geschichte. Sollt ihr haben. Und König Saul sagte zu David, du kannst diesem Goliath nicht entgegentreten, denn du bist bloß ein Jüngling. Und David erwiderte, als ich meines Vaters Schafe hütete, kamen ein Löwe und ein Bär. Und ich erschlug sie beide. Diesem Goliath soll es ergehen wie ihm, denn er stellte sich gegen die Heerscharen des Herrn. So wird es auch Jesse Ben Josef ergehen, wenn er nur einen Schritt näher kommt. Friede sei mit dir. Es gibt wenig Wichtiges zu berichten. Das entscheide ich. Es geht ein Gerücht um, dass Königin Vashti heute Abend nicht am Bankett des Königs teilnehmen will. Als Protest gegen den Krieg. Der König soll keine Ahnung haben. Wo einige nichts Wichtiges sehen, erkennen andere die Gelegenheiten. Und gerade weil das so ist, bist du der Depeschenleiter und ich der Prinz des Glaubens. Sag mir, Agagit, was tust du mit dem Salär, das ich dir zusätzlich gebe? Ich habe 10 Söhne, mein Herr. Und eine Frau, die viel von mir verlangt. 10 Söhne? Du bist dem König ein fleißiger Diener. Schon gut. Geh jetzt. Sprich von mir, wenn du deine Frau und deine Söhne verwöhnst. Herzlichen Glückwunsch, Hadassa. Eine Holzkugel? Denk immer daran, es ist der Ruhm Gottes. Die Dinge verschlüsselt zu sehen und nur Könige finden sie raus. Es ist aus dem gelobten Land. Deine Urgroßmutter brachte es hierher. Und genau wie du verbirgt dieses Amulett seinen wahren Schatz im Inneren. Denk über meinen Vorschlag nach. Wir brauchen dringend einen Anführer in Jerusalem. Das glaube ich gern, mein Herr. Ich schätze, ihr habt in der Karawane nicht einen Koch, der auch nur annähernd so gut kocht wie unsere Rebekka. Ihr seid nur ein armer Palastschreiber, einer, der sich für einen Perser ausgibt. Seid ihr ein Jude oder seid ihr ungläubig geworden? Wir sind ein kleines Volk. Wir leben in einem gewalttätigen und gleichsam gewaltigen Reich. Wir haben launische Fürsten, die unsere Auslöschung mit einem Fingerschnippen befehlen. Und eure Präsenz im Palast vermag das zu verhindern? Wahrscheinlich nicht. Hört zu, erzählt mir lieber das, was ich wirklich hören will. Erzählt mir vom Tempel. Ah,
Welch Freude in der Gegenwart des Allmächtigen zu stehen. Gleich einer intimen Umarmung zwischen Mann und Frau. Doch viel tiefsinniger als alles andere im Leben. Es ereignete sich zur Zeit des Königs Xerxes, der über das Reich der Meder und Perser regierte, von Äthiopien bis Indien. Im dritten Jahr seiner Regierungszeit jedoch ließ er eine Festzeit verkünden. Gerüchte über einen Krieg lagen in der Luft und einige behaupteten, dies wäre die Art des Königs, eine sehr umstrittene Entscheidung aufzuschieben, gegen Griechenland zu marschieren, um den Tod seines Vaters 4 Jahre zuvor zu rächen. Königin Vashti, Euer Majestät. Tretet ein. Die nahenden Festlichkeiten interessieren euch wohl nicht sonderlich. Es ist lange her, dass ihr mich rufen ließt. Eure Hände waren nicht untätig. Nicht untätig, aber auch nicht begnadet. Später, Hadassah. Wir reden später darüber. Es gibt aber kein Später. Die Karawane zieht morgen schon weiter. Der Priester hat gesagt, es wäre gut für mich und dass er sich um mich kümmert. Du hast so viel von deiner Mutter und deinem Vater, Hadassah. Vielleicht bin ich nur ein sehr egoistischer alter Mann. Möchtest du wirklich nach Jerusalem gehen, mein Kind? Ja, ich will. Dann hast du meinen Segen. Danke. Rebecca! Ja, also ich komme heute Nacht sehr spät nach Hause. Die Festlichkeiten wurden ausgedehnt. Ganz Susa ist eingeladen. Ganz Susa? Ein Trinkgelage ist nicht der Ort für eine Dame mit Anstand. Und warum geht ein guter Jude wie ihr dorthin? Alle Schreiber müssen dorthin gehen. Wir stehen kurz vor einem Krieg. Wollten, dass ihr das Fest noch eine Nacht ausdehnt? Wenn ihr denkt, dass ich es ihnen abschlage, seid ihr zu spät, besonders jetzt. Ich werde gegen Griechenland in den Krieg ziehen, um den Tod meines Vaters zu rächen. Wie lange träumtet ihr von der Verwandlung Persiens in eine Säule der Bildung und Kultur? Ein Ruhm, neben dem die Größe Griechenlands verblassen soll. Ihr wisst so gut wie ich, dass das nichts ist, das man im Krieg gewinnt. Sondern in den Herzen der Menschen. Ihr möchtet, dass ich untätig bleibe? Ihr seid kein Krieger. Auch kein Soldat. Ich wünschte, ihr ginget nicht. Vergrößert euer Königreich. Und schützt euren Thron. Du jemanden? Nein, ich war nur in Gedanken. Du kannst zurück zu Rebecca rennen. Dann ist ja gut.
Aber sag mir, Adassa, oder wer immer du bist, wie willst du eigentlich in den Palast gelangen? Du wolltest mich nicht zurückbringen? Komm, oder ich nenne dich Adassa Dimash. Warte! Ich spreche zu euch auf ausdrücklichen Befehl des Königs der Könige, des Herrschers der Welt, Xerxes, Sohn des Darius. Ich würde auch auf meine Wachen anstoßen, aber ich fürchte, ich müsste die Unbesiegbaren erst losschicken, neue Weinberge für mich zu suchen. Dann lasst uns auf Königin Vashti trinken, auf die schönste Frau im Land. Ja! Bringt uns Vashti! 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 Ist das Ihr Ernst? Sie verlangen, dass Vashti vor Sie tritt? Es gehen schon Gerüchte um, dass die Königin, statt eurem Fest beizuwohnen, ihr eigenes abhält. Es klingt nach Aufstand, mein König. Sie fürchten ein geteiltes Königreich. Mein König, ihr kennt die Einstellung der Königin zum Krieg. Schickt nach ihr! Er lässt die Königin holen. Sie muss sehr hübsch sein, wenn sie hier leben darf. Keine ist bezaubernder als du, meine Königin. Besten Dank, edler Prinz. Prinz? Wieso drohst du eigentlich immer damit, die Karawane nach Jerusalem zu nehmen und tust es dann doch nicht? Was hält dich davon ab? Vielleicht verlässt mich einfach nur der Mut. Und was ist, wenn dich jemand begleiten würde? Der Herold kehrt zurück! Die Königin bittet den König um Verzeihung. Sie kann ihre Gäste nicht allein lassen. Ich bin Königin, keine Spielfigur. Und weder werde ich meine Würde verlieren, noch beschäme ich mein Königreich, indem ich meine Königskrone vor eurem betrunkenen und schlecht verkleideten Kriegsrat trage. Macht mich zum Gespött meiner Untertanen. Und vor Griechenland auch. Ich höre, Cousin. Sollte nicht diese Weigerung allen Frauen zu Ohren kommen, damit sie bei einer Missachtung ihrer Ehemänner wissen, was ihnen widerfährt, wenn sie Widerstand leisten? Sie sollen erfahren, was passierte, als Xerxes seiner Frau befahl, vor ihn zu treten und sie nicht kam. Vashti macht sich nicht nur des Ungehorsams gegenüber der Krone schuldig, auch gegen das Protokoll unserer Väter. Dann sagt mir, was diktiert das Protokoll? Ein königliches Edikt muss aufgesetzt und dem Land bekannt gemacht werden, dass die Königin, dass Vashti nicht mehr länger vor den König treten darf und dass ihr königliches Amt einer neuen Königin weichen muss, die besser gehorcht als sie. Mein König, welche Antwort soll ich der Königin schicken? Das Land hat keine Königin mehr! Da es hier keine Königin mehr geben wird. Onkel Mordecai hat mir seinen Segen gegeben. Lass uns weggehen. Schon morgen. Du und ich. Thank you.
Schreiber wurden versammelt und ein königliches Edikt aufgesetzt. Doch die Prinzen rieten dem König, der bald in den Krieg ziehen würde, eine Königin zu hinterlassen, die sein Volk zusammenhalten würde. Jede Jungfrau wurde in Betracht gezogen und die Auserwählten wurden aus dem gesamten Reich in den Palast gebracht. Und wie es das Protokoll vorsah, wurden auch junge Männer gesucht, die zu Eunuchen werden sollten, um den Auserwählten des Königs in ihrer Vorbereitungszeit zur Seite zu stehen. Da hinten sind sie! Lass sie nicht ankommen! Du musst dich nicht sorgen. Wahrscheinlich werden sie dich gar nicht holen, Hadassah. Und nicht alle, die mitgenommen werden, sind auserwählt. Vielleicht wurde die Königin ja auch schon ausgewählt. Durch Bestechung oder was Ähnliches. Wie soll ich unserem Gesetz treu sein? Wie soll ich beten? Welche Entschuldigung habe ich vor Gott, wenn ich seine Gebote nicht befolge? Ach, Hadassah. Gott sieht nur das Innere der Gläubigen. Der Hof ist ein gefährlicher Ort. Ich denke, es wäre besser, wenn du vergisst, dass du eine Jüdin bist. Wenn dies eine Sünde ist, dann lass sie meine Verantwortung sein. Versprich es zu tun, wenn sie dich holen sollten. Versprich mir das. Falls sie mich holen, werde ich tun, was du sagst. Wir sollten dir einen anderen Namen geben, Hadassah ist zu jüdisch. Esther. Esther ist ein guter babylonischer Name. Ja, so sollten wir dich von jetzt an nennen. Esther aus Susa. Versprochen? Wenn du mitgenommen wirst, versprich es mir. Ich sagte falls ich geholt werde. Falls. Aber zuerst solltest du mich in den Straßen Jerusalems suchen. Tanzend. Und zwar genauso wie David zu Ehren Gottes. Ja, Hadassah. Wer? Ausgeführt? Sinnlose Gewalt mitten in der Nacht. Sieh nur, Sarah, es passt zu deinen Augen. Hast du je in deinem Leben etwas so Schönes gesehen? Hannah, ist das nicht wie für dich gemacht? Ich werde vielleicht nie wieder im Leben meine Mutter sehen. Nur wenn du das wirklich nicht willst. Nur 2-3 Tage. Wer weiß, und dann nach Hause. Also, ich bin nicht schön genug, um hier zu sein, Hadassah? Willkommen in eurem neuen Leben. Die Art, wie man euch hergebracht hat, habe ich nicht gewählt. Ich bin Hegai, der königliche Eunuch seiner Majestät. Ich werde eure Vorbereitungen überwachen. Keine Angst.
Das ist aber ziemlich unhöflich. Dieser Palast ist kein Ort für Kinder. Du hältst mich also für ein Kind? Aber du hast Unrecht. Ich bin noch viel jünger als das. Wie nennen sie dich? Ich heiße Esther. Seltener Name. Und woher kommst du? Ich komme vom Wind. Der zwar gehört werden kann, aber von dem keiner weiß, von wo er kommt und wohin er geht. Wir treffen uns in einer Stunde. Flieg nicht ganz so weit weg. Noch 4000 Taler für Metall, Waffen und Rüstungen. Und wir dürfen die Bezahlung der Söldner nicht vergessen. Ich weiß, das ist keine beliebte Meinung, aber für friedliche Zwecke könnten solche Summen sehr viel Nützliches bewirken. Doch hier geht es um zwei verschiedene Lebensweisen. Die Griechen haben keinen König und wollen keinen. Unsere Grenzen entlang zu marschieren und so zu tun, als wäre dies noch immer das Reich unserer Väter, ist eine Sache. Aber hört euch die Kosten eines wirklichen Feldzugs an. Wenn wir nicht ehrlich zu uns selber sind, fürchte ich, dass wir bald viel mehr als unseren Status verlieren. Sollen wir uns zurücklehnen und nichts tun? Lassen wir die Griechen erobern und ihre Demokratie einführen. Wäre nicht der König der Erste, der leiden und der Erste, der sterben würde? Oder steckt ihm die Erinnerung an den Tod seines Vaters nicht so tief in den Knochen wie vielen anderen? Ich spreche mit euch, der nicht ohne Mitgefühl ist. Auch mich riss man aus meinem Leben und stieß mich ins Unbekannte. Dasselbe Schwert, das mir mein Auge nahm, hat mir auch meine Männlichkeit genommen. Aber keine Sorge, das hier ist kein Krieg, in dem ihr kämpfen müsst. Dies ist ein Leben, das sich nur ein Träumer vorstellen kann. Es kann zumindest so sein, wenn ihr euch entscheidet, es anzunehmen. Flüstert diese Nacht nicht gehört, die Art, wie ihr selbst mich hineinziehen wolltet. In diesen schwierigen Zeiten ist es einfach, jeden Mann einen Verräter zu nennen. Ich erinnere mich sogar an einen gewissen Feldzug unter König Darius, bei dem jemand es den besiegten Griechen erlaubte, ihre eigene Form der Regierung, die Demokratie, zu behalten, anstatt die Bräuche des Reiches anzunehmen. Ein Privileg der Demokratie, die eine Doktrin ist und gegen die sogar ganz Persien steht. Ich befolgte Befehle. Kommt. Im Grunde streiten wir uns hier nur um belanglose Dinge. Der König bat mich zu sprechen, das tat ich. Ein Befehl, genau wie bei euch, kommt. Während Verdacht und Misstrauen im Palast Einzug hielten, fand Haman der Agagit die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. Er begann offener gegen die Juden vorzugehen, die im umliegenden Land lebten. Er ließ sie als Sympathisanten der Griechen erscheinen. So bereitete er alles für seinen endgültigen Racheakt vor.
ich bin neugierig. Ob du mich ärgerst, weil du wirklich so bist, oder um sicherzugehen, dass du nicht zur Königin erwählt wirst. Du nimmst an, ich würde mir etwas daraus machen, zur Königin gewählt zu werden? Ich meine es ernst. Was meinst du ernst? Die wirkliche Königin zu finden? Kriegen wir deshalb diese Schönheitsbehandlungen und diese Kurse? Gefallen dir deine Lehrer nicht? Naja, sie bringen uns viele Dinge nicht bei. Als da sind? Zum Beispiel alles, was nötig ist, um eine richtige Königin zu sein. Richtige Gedanken zu denken, das richtige Wort zu sprechen und richtige Taten zu tun. So drücken es die großen Bücher aus. Du liest? In vielen Sprachen. Bevor ich von euch eingeladen wurde, las ich von Gilgamesch und dem Babylonier. Und Utanini Stimme sprach zu Gilgamesch. Gilgamesch, du siehst erschöpft und kraftlos aus. Was kann ich tun, damit du in dein Land zurückkehren kannst? Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Es gibt eine Pflanze, deren Dornen stechen wie die einer Rose. Wenn du diese Pflanze berührst, wirst du wieder ein junger Mann werden. Das Übersetzungen. Niemals das Original. Du liest? Das ist eine der wenigen Freuden, die ich mir erhalte. Ihr bietet uns Hegais Position an, mein Herr? Und ihr sucht dafür die neue Königin aus? Misgard von Persepolis. Misgard? Von ungewöhnlicher Schönheit. Aber hier oben, leer wie ein Krug ohne Boden. Denkt an ihre Familie. Die Tochter eines Teppichhändlers. Wird das nicht auch für euren Wohlstand sorgen? Obwohl es für die Auserwählten sicherlich unangenehmere Dinge gegeben hätte, als ihre Tage mit Myrrhebädern und Schönheitskuren zu verbringen, sorgte die Aussicht auf Reichtum und Ehre für noch mehr Aufregung. Besonders die Erlaubnis, in die königliche Schatzkammer eintreten zu dürfen. Was immer ihr euch für eure Nacht mit dem König aussucht, dürft ihr danach behalten. Ihr Auserwählten, viel Freude! Du stehst da so unbeeindruckt. Es spielt keine Rolle, was mich beeindruckt. Wie soll ich etwas aussuchen, wenn ich nicht weiß, was den König beeindruckt? Oder was du es mir näher bringst? Sogar noch viel mehr als das. Sieh her. Dies wurde erst kürzlich erworben. Ich glaube, dass es dem König am meisten gefallen wird. Esther von Susa, komm. Setz dich auf den Sessel und lies die Schriftrollen vor. Es sind die Chroniken des Reiches, das königliche Tagebuch. Hinter diesen Türen bist du nicht länger eine Auserwählte, sondern eine Dienerin. Vergiss nicht das Protokoll. Sich ohne Einladung zu nähern, ist der Tod. Ich lese für den König? Alleine? Doch nicht so.
Welcher Eintrag? 23. Die ägyptischen Weizenreserven sind nach Bericht halb so groß wie normalerweise. Wegen der anhaltenden Dürre. Admiral Extis wurde dafür geehrt, dass er 20 Jahre in der königlichen Flotte gedient hatte. Nach einer langen Rede fiel er plötzlich um und starb. Drei Schafherden wurden dem Viehbesitzer Dumont Millard aus Medea gestohlen. Er bittet um Hilfe von der Krone und den zuständigen Behörden. Und Sir Jakob? Auch gelernter Schäfer? Wurde in ein weit, weit entferntes Land geschickt. Dort traf er auch schon auf die schöne Rachel, die Schafe ihres Vaters hütete. Er war verzaubert und rollte den Stein vom Brunnen, um ihre Herde zu tränken. Jakob küsste Rachel und hob seine Stimme, um vor Freude zu singen. Und Laban, Rachels Vater, hörte davon. Er sagte zu Jakob, sollst du mir denn umsonst dienen? Sag mir, was dein Lohn sein soll. Und Jakob sagte, ich werde 7 Jahre arbeiten für deine Tochter Rachel. So arbeitete Jakob 7 Jahre als Hirte für Labans Schafe. Und es schien ihm wie wenige Tage, weil er sie so liebte. Dann sagte Jakob zu Laban, gib mir meine Frau, denn meine Zeit ist abgeleistet. Und so gab Laban ein großes Hochzeitsfest. Aber im Dunkel der Nacht brachte Laban die ältere Tochter zu Jakob. Und wehe, am nächsten Morgen war es Lea, nicht Rachel. Jakob war schockiert. Er fragte Laban, was ist das? Was habt ihr mir angetan? Diente ich euch nicht eigentlich für Rachel? Wieso habt ihr mich betrogen? Ja, wieso habt ihr mich betrogen? Ich gebe zu, dass nie zuvor eine solche Geschichte in einem königlichen Tagebuch geschrieben stand. Ich erwartete lauter langweilige, einschläfernde Berichte. Stattdessen werde ich von einer Liebesgeschichte betört. Und wie endet eure Geschichte? Dieser Jakob, bekommt er seine Braut? Bekommt er sie? Erst als er weitere 7 Jahre für sie diente, mein König und Herrscher. Glaubt ihr denn daran? An die Liebe? Ist das nicht das größte Gebot? Welchem Gott auch immer man dient? Wie nennt man euch? Esther von Susa. Susa? Nein. Nichts Gutes kommt je aus Susa. Seht mich an. Kommt. Kommt, wenn ihr sehen wollt, was ich tue. Griechen haben einen Gott von schlichter Form. Seine Arme werden einen Bogen halten. Die Spitzen der Pfeile sind scheinbar aus Liebe. Einige Pfeile sind auch vergiftet, mein König. Manchmal sind sie schwer auseinanderzuhalten. Die Symptome sind dieselben. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort. Werdet ihr mir wieder vorlesen? Du darfst niemandem von dieser Nacht erzählen.
Ei. Macht mich nicht verantwortlich, mein König. Die Prinzen haben angeordnet, euch diese Woche die ersten Auserwählten zu bringen. Ihr scherzt doch. Ich bin gerade mitten in einer... Dann habt ihr es wenigstens hinter euch. Diese Männer würden es bestimmt genießen, ein paar Damen um sich zu haben, oder? Wie ich hörte, nennst du dich jetzt Esther. Yes. Attack. Shadrach, Meshach und Abednego hatten auch heidnische Namen. Wir sind in guter Gesellschaft. Das ist hoffentlich die einzige Gemeinsamkeit. Denn sie landeten im Feuerofen. Aber was passierte dann? Los, komm. Ich habe einen Fluchtweg entdeckt. Und heute Nacht zieht eine Karawane nach Jerusalem. Also, lass uns fortgehen. Fortgehen? Hier sehe ich... Ich kann hier nicht weg. Was ist, wenn ich ausgewählt werde? Ausgewählt wofür denn? Du meinst ausgewählt zur Königin? Sie haben uns so viel angetan. Was kommt denn hier schon Gutes bei raus? Vielleicht sollten wir unsere Prüfungen nicht in Frage stellen. Unsere Prüfungen haben uns in Frage zu stellen. Sie haben mich kastriert! Ich weiß, wir können beide nicht das sein, was ich mir vorstellte, aber... Lisa, ich kann nicht fortgehen. Es tut mir leid. Verzeih mir. Nun ist der Tag gekommen. Jeder von euch bekommt eine Nacht mit dem König. Zuerst versammeln wir uns zu Ehren Miskats von Persepolis. Du kamst als Bürgerin und verlässt uns als Prinzessin. Sieht aus, als sollte ich den Auserwählten den Schmuck schenken. Ein Ausritt ist nicht gerade die beste Idee, mein König. Isst du heute Abend nicht mit den anderen? Mein Hals tut mir weh. Dein Hals oder dein Herz? Du hast ihm doch erst vor wenigen Tagen vorgelesen. Wenige Tage sind 1000 Jahre. Wenn Xerxes Gefallen an mir fände, würde er doch sicher. Du denkst an Anuch, kennt die Liebe nicht? Doch lange bevor ich zum Krüppel gemacht wurde, gab es eine, der ich mein Herz schenkte. Was wurde aus ihr? Ich weiß es nicht. Ich habe nie den Mut gefunden, zurückzukehren, um sie wiederzusehen. Sie ist wunderschön und sehr zart, Euer Majestät. Nur einen Moment, bitte. Du darfst näher treten. Wie nennt man dich? Dies ist dein Tag. Wir
Wir versammeln uns zu Ehren von Esther von Susa. Du kamst als Bürgerin und verlässt uns als Prinzessin. Du kannst meinen Arm jetzt loslassen. Er ist der Glückliche, wenn er dich auserwählt. Er wird derjenige sein, der beglückwünscht wird, nicht du. Esther, mein Arm. Die Schriftrolle liegt auf dem Sessel. Wir können jederzeit beginnen, wenn ihr soweit seid. Gibt es ein Problem? Haben Sie euch nicht gesagt, dass ich des Ansturms von Auserwählten müde bin? Ich wollte nur, dass jemand... Wartet. Ihr seid diejenige, die mir schon einmal vorgelesen hat. Ihr wolltet mich mit Liebesgeschichten einwickeln. Dachtet ihr nicht, ich hätte den Verstand, sie zu durchschauen, eure kleine Parabel? Die Arroganz, so mit mir zu sprechen, als wäre ich diese Rachel, die Hilfe benötigt, um die Schafe ihres Vaters zu hüten? Mein König, ich meinte damit nicht, dass... Und so kommt ihr her, um mich zu sehen? Das ist euer einziger Schmuck in eurer... einen Nacht mit dem König? So ist es, Euer Majestät. Ihr haltet euch selbst für so wertlos... dass ich eure Liebe so billig erwerben kann? Ich habe gelernt, dass... wenn man einem König die Ehre erweist, nichts erwartet, sondern eine Gabe mitbringt, um sie ihm zu Füßen zu legen. Dies hier ist mein wertvollster Besitz auf der Welt. Es ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und all das gehört euch. Dann seid ihr tatsächlich eine Närrin, genau wie euer Jakob. Von allen Gütern ist die Liebe das Einfachste und am billigsten erhältliche. Wenn es käuflich ist, mein König, ist es nicht Liebe. Sogar du. Sogar du musst einen Preis haben. Ich bin weder ein Käufer, noch ein Verkäufer der Liebe. Nehmen wir einmal an, ein Mann bietet euch ein wertvolles Geschenk. Sagen wir ein Königreich. Das einzige Geschenk, das ich annehmen werde, ist euer Herz. Ja. Dann ist es euers. Und ihr müsst keine 7 Jahre dienen, um es zu erhalten. Sagt mir, Esther von Susa, wer seid ihr wirklich? Bitte erzählt mir von euren Leuten. Bitte lehrt mich eure Wege, Esther. Mein Vater lehrte mich, dass nur Gottes Gnade die Wahrheit verstecken und nur ein König sie erkennen kann. Dann heiratet mich. Und wir werden eine Ewigkeit damit verbringen, diese Wahrheit zu suchen. Ihr und ich. Thank you.
Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich mir diese erste Nacht herbeigesehnt habe? Wie viele Nächte ich die Sterne gezählt habe, um meine Gedanken von dir abzulenken. Wie viele Ausreden ich erfand, um die anderen Auserwählten zu vermeiden. Narren. Idioten. Dumme, minderwertige Karikaturen von Männern. Ihr habt mir garantiert, dass Misgard zur Königin gewählt wird. Wer ist sie? Woher kommt sie? Wer sind ihre Leute? Es ist nur sehr wenig über sie bekannt, mein Herr. Sie heißt Esther von Susa. Ein Waisenkind. Wie hätten wir unserem ersten Plan bleiben und Hegai selbst vergiften sollen? Vergiften? Er tat es nicht, mein Herr. Er ist viel zu fromm. Zu fromm. Du kennst dich mit Gift aus. Ja, natürlich. Du warst doch mal des Königs Mundschenk. Sagen wir rein theoretisch. Du willst jemand anderes vergiften. Sagen wir, angenommen, dieser jemand bleibt ohne Namen. Aber ist auf jeden Fall jemand, dem du einst die Treue geschworen hast. Mein Herr, Prinz. Komm schon. Schau doch nicht so erschreckt. Wir planen es ja nicht hier. Mein Herr? Nach Babylon hat mein Schwert das Blut der Verräter der Krone verspritzt. Türken, Araber, das auserwählte Volk. Erlaubt, nach Hause zurückzukehren. Aber gehen Sie. Tun Sie es! Mit euch. Gott sei mit euch. Vielen Dank. Wie wunderbar sind doch die Wege Gottes. Er hebt meine kleine Hadassah hoch und macht sie zur Königin. Hast du jemandem unser Geheimnis erzählt? Nein, aber wenn du mich weiterhin Hadassah nennst, ist das kein Geheimnis mehr. Willst du nicht zu mir in den Palast? Ich kann dir jede Anstellung geben, die du möchtest. Mein Herr wird sich um mich kümmern. Und du kümmere dich um deinen Herrn. Erinnerst du dich nicht an den Befehl? Du darfst es nicht aus dem Palast entwenden, sonst fällt der Verdacht sofort auf uns. Die Juden haben Apotheken. Wo ist sie jetzt? Warum kann keine Waffenruhe ausgehandelt werden? Nur nach hinten. Waffenruhe. Wusstet ihr nicht, dass der alte Memukan dich schon zweimal hintereinander geschlagen hat? Ich habe Angst, euch zu verlieren. Ich schwor einen Eid. Meinem Vater. Er ist es, an den ich euch zu verlieren fürchte. Ihr werdet viel unterwegs sein in den kommenden Monaten. Bewahrt dies für mich. Aber es ist doch euer... Seid unbesorgt. Ich kehre immer zu dem zurück, was mir gehört. Wollt ihr dort den ganzen Tag sitzen, mein Herr? Hm? Da wartet jemand. Ihr meint den? Mhm. Haben sie dir Belladonna abgekauft? Gut möglich, dass sie jemanden vergiften möchten. Wirkt tödlich und ziemlich schnell. Du hast ihnen Gift verkauft?
Ein Jude verkauft Gift an den Vorkoster des Königs? Hast du irgendeine Ahnung, für wen es möglicherweise gedacht ist? Bitte erlaubt mir, einen Blick drauf zu werfen. Der Schreiber hat ausdrücklich gesagt, sie ist nur für die Augen der Königin. Das hat sie wirklich erzählt? Sie planen, den König zu töten. Der König wird augenblicklich benachrichtigt, meine Herrin. Er und Memokan sind einen Tagesritt von hier entfernt. Dann ist es wohl besser, meine Herrin, wenn der Kapitän der Wache sofort Nachforschungen anstellt. Wer ist dem König am nächsten? Admanta. Das ist Hochverrat. Wenn meine Herrin erlaubt, werde ich sofort selbst für euch diese zwei Eunuchen finden. Ich bin zwar alt, aber ich denke nicht, dass Gewalt vonnöten sein wird. Das wird nicht notwendig sein. Der neue Kapitän der Wache des Königs stellt bereits Nachforschungen an. Die Zeit ist gegen uns, meine Herrin. Gegenüber dem König schätze ich sehr, mein Prinz. Der Kapitän der Wache. Meister Hamann, meine Herren. Was ist mit den Eunuchen? Sie bringen sie in diesem Augenblick zum Galgen. Ich fand dies hier bei den beiden. Ich habe sie beide verhört. Ich bin überzeugt, dass sie den Anschlag allein planten. Geh sicher, dass Mordecais Name in den Chroniken auftaucht. Unterzeichne es mit meinem Siegel, sodass er gebührend belohnt werden kann. Bitte, bedien dich. Nur ein bisschen. Jetzt, wo ich nicht länger auf den Straßen bin, ist mein Appetit klein. Dann wird also dein Lohn, um für mich zu spionieren, reduziert? Mein Appetit mag geringer sein, aber der meiner Söhne, meiner Frau, das könnte euch mehr kosten, mein Prinz. Viel mehr. Sehr viel mehr. Was hättest du getan? Ich würde den König als Letzten übrig lassen. Wie in unserem Schachspiel. Werde erst diejenigen los, die ihm am nächsten sind. Einen nach dem anderen. Meine Herren, das ist unvernünftig. Ich gehe mit dir oder ohne dich. Es schwirren zu viele Gerüchte durch den Palast, jedoch nicht genügend Antworten. Dieses Tor ist gut geölt. Es wird scheinbar oft benutzt. Lebende finden immer einen Weg, meine Herrin. Der Zeitpunkt ist gekommen, meine Brüder und Schwestern, an dem wir diejenigen unter uns ausmerzen müssen, die unser Verderben und den Untergang suchen. Wenn wir sehen, dass ein Getreidefeld voller Unkraut ist, stecken wir es dann etwa nicht in Brand? Manche fragen sich, warum ich denn ausgerechnet gegen diese Fremden und Ausländer in unserer Mitte spreche. Nein, nicht der Jude. Ich selber kenne sehr viele einzelne Juden, die ich mit Stolz als meine Freunde bezeichne. Aber bringt man diese einzelnen Juden zusammen, haben sie Ägypten, Syrien und
Babylonien in ihrer Gewalt. Leite mich weg von hier. Schnell. Ihr wollt Beweise? Bitte sehr. Schriften aus der königlichen Bibliothek. Der große Plan der Griechen und der Juden lautet die Eroberung der Welt. Das werden wir sehen, ganz genau. Lasst mich euch versichern, die Griechen und Juden leben beide nach derselben bösen Doktrin. Alle Menschen sind gleich erschaffen. Glaubt ihr, ihr seid alle gleich, so wie ein Sklave? Dann glaubt ihr weder an den jüdischen Gott noch an die griechische Demokratie, aber es gibt einige im Palast, die das tun. Ich spreche nun über Memucan. Prinz, General und Verräter! Dienste geleistet für König Darius. Klassifikation der babylonischen Provinzen. Bezahlung ergangen an Haman den Agagit. Wann? Frag doch Memucan, wieso er den Griechen und Vionian erlaubte, ihre Demokratie zu behalten. Fragt auch, wessen Stimme heute am lautesten gegen den Krieg ertönt. Ihr werdet es herausfinden. Er ist es! In diesem Jahr. Genau vor 13 Jahren. Meine Herren. Seid ihr allein? Ihr seid so nervös? Ich bin soeben fertig geworden. Bitte, erlaubt mir. Soll ich die für euch zurücklegen? Ja, danke. Irgendetwas muss meiner Königin schwer auf dem Herzen liegen, dass sie um diese Uhrzeit noch wach ist und liest. Meine Königin! Königin, was habt ihr? Es geht mir gut. Vielleicht sollte ich mich ausruhen. Ihr werdet erst in 2 Wochen im Palast erwartet. Sie wird bestimmt überrascht sein, denkt ihr nicht auch? Ihr lest das, mein König. Ihr erscheint mir nicht wie ein Verräter, Memucan. Wenn wir zurück sind, werde ich sofort Hammans Anschuldigungen untersuchen lassen. Hammann ist meine Angelegenheit. Und außerdem brauchen wir ihn mehr, als wir ahnen. Also ehrlich, Memucan. Erst schmollt ihr, weil euer Name beschmutzt wird, und jetzt bittet ihr für euren Anschuldiger. Ich habe genug Leben auf dem Gewissen. Lasst die Strafe milde ausfallen und er wird seiner Pflicht gut nachkommen und euch für eure Gnade dankbarer sein. Die Worte eines echten Persers. Man verurteilt einen Mann nicht, bevor das Gute gegen das Böse abgewogen ist. Reitet mit mir. Du hast die Beweise verbrannt? Wieso nicht? Trotzdem werde ich handeln. Du darfst nicht vergessen, dass dieser Hammann jetzt der Anführer der inneren Sicherheit ist. Und du vergiss nicht, dass ich Königin bin. Aber die Königin untersteht einem uralten Protokoll, das Hammann besser zu manipulieren weiß als du. Wir reiten nicht zum Haupttor. Die Königin soll nichts von meiner Ankunft erfahren. Du musst mir versprechen, dass du das niemandem erzählst.
Noch mehr solcher Versprechungen und ich muss ein Schweigegelübde ablegen. Das ist das alte Liebestor. Ich schätze, ihr habt es in eurer Jugend nicht selten genutzt. Wer denkt, ihr hat es bauen lassen? Geh jetzt. Mein Liebling. Oh, wie ich dich vermisst habe. Hast du das? Was soll das denn nun bedeuten? Du wirkst erregt. Ein guter Morgen? Nicht so gut, wie er sein könnte. Keine Besucher? Ihr schicktet nach mir, Eure Hoheit. Es scheint, als wärst du mit unserer Kette sorglos umgegangen. Ich frage mich, ob nur mit unserer Kette. Vielleicht sollte Eure Majestät nach einer der Konkubinen schicken lassen. Wohl eher nicht. Ihr seht eurem Vater so ähnlich. Oft vergesse ich, wie sehr ihr euch von ihm unterscheidet. Umso mehr wundert es mich, wieso es euch so wichtig ist, in seine Fußstapfen zu treten. Gebt ihr noch ein paar Nächte. Und dann lasst sie zu mir bringen. Nennst du diese öffentlichen Hasstiraden subtil? Du machst dich über mich lustig. Ich muss deine Arroganz nur ein einziges Mal dem König melden. Und euer Traum vom Königtum stirbt mit mir. Du könntest weniger gegen die Juden hetzen. Du machst dich sonst nur lächerlich. Die Juden, mein Prinz, werden eure Hauptwaffe sein, mit der wir die Macht über den Thron übernehmen. Ihr plant, die Krone mit Gewalt an euch zu reißen, während der König in Griechenland ist. Welche Ausrede werdet ihr haben? Wer greift das Land an? Niemand eigentlich. Außer ihr behauptet, es wären die Griechen liebenden Juden. Memucan erwartet eine Entschuldigung, wie du schon dachtest. Ein ziemlich kleiner Preis für ein großes Königreich. Ladet Memucan unter dem Anschein, dass ich mich bei ihm entschuldigen will, auf euer Anwesen ein. Auf dem Weg hierher wird er getötet werden. Von wem? Von Juden natürlich. Juden, die ihn dafür töteten, ein Verräter an ihnen zu sein. Was ist mit Memucans eigenen Männern? Es geht um eine Abbitte. Könntet ihr Memucan nahelegen, dass ich, wenn er mit seinen Mannen hier auftaucht, fürchten könnte, bestraft zu werden? Um die Wachen kümmern sich meine Männer. Und was ist mit dir? Ich habe doch euch, mein König. Bereite dich auf deinen Tod vor, Griechenfreund. Atmantas Männer. Dankt Gott, dass euch nichts passiert ist. Meine Königin.
Majestät, Blut wurde vergossen. Ihr werdet sofort gebraucht. Mein König, eine Anschuldigung von einem Depeschenreiter? Wieso hast du so lange gewartet, über Admantas Plan zu informieren? Ihr könnt doch nicht. Mein König, ich musste mit dem Verräter mitspielen, um ihn zu erwischen. Wo sind seine Zeugen, mein König? Was für ein Motiv hätte ich? Lasst diesen Haman seine Worte beweisen oder für immer zum Schweigen gebracht werden. Was soll ich euch sagen, mein König? Es gibt keine Zeugen für im Geheimen geschmiedete Pläne. Das würde ich besser nicht tun, Admanta! Und war es nicht auch Admanta, der die Menge dazu anheizte, Königin Vashtis Erscheinen zu verlangen? Sogar im Wissen, dass sie nicht kommen würde. Lügen. Alles Lügen. Ich stehe in einem zusammenfallenden Haus aus infamen Lügen. Ich hoffe, du weißt, vor wem du bittest. Bitten? Um was? Um dein Leben, Admanta. Ist es mein närrisches Verlangen, die Geschichte zu glauben, die ich höre? Oder meine Unfähigkeit, ihre Geheimnisse zu durchschauen? Wenn sie verstauben sollen, leg sie doch ins Regal zurück. So sind sie für immer zu Ende. So einfach lässt sich das ausdrücken? Ich dachte, ich wäre deine Rachel. Aber scheinbar bin ich bloß Lea. Und du leistest deine Zeit bei mir für einen anderen ab. Mein König! Es ist nicht, wie du denkst. Wie ich denke, ist es längst nicht mehr. Nachts werden Komplotte geschmiedet. Vertrauen rostet ein wie Tore, die nicht benutzt werden. Während wir hier reden, wird Admanta in den Kerker gebracht. Dieser Jakob und Rachel sind nicht nur eine Geschichte für dich. Gib mir irgendeinen Impuls daran zu glauben, wer du wirklich bist. Gib mir ein bisschen Ehre, wenn es wirklich die Ehre der Könige ist, Wahrheit herauszufinden. Dann verdiene ich nur Hohn. Ich werde dir antworten. Mein König, aber zuerst antwortest du mir. Antworten auf was? Wieso? Schicktest du nach Vashti? Obwohl du wusstest, sie würde nicht kommen. Ich bin König. Ich muss niemandem antworten. Nach vielen Tagen der Folter gestand Admanta, der große Prinz von Medea, schließlich alles und wurde gemäß des Hofprotokolls gerichtet. Für seine tapferen und wertvollen Dienste wurde Haman der Agagit zum Prinzen des Glaubens ernannt und erbte Admantas Palast, Wohlstand, Prestige und Macht. Die Teile fügen sich langsam wieder zusammen, und zwar eins zu dem anderen. Das Wahrsagen solltest du anderen überlassen. Nein, ich spreche von Tatsachen, nicht von Sternen. Meine Bürde wünsche ich keinem Mann. Aber ich werde das Blut meiner Vorväter rächen. Und die Götter werden uns für unseren Gehorsam herablächeln. Dies ist dein Plan? Dann bist du verrückt. Es ist nicht so, dass unsere Verbündeten nicht wollen, aber es steht nicht gerade gut um sie. Ein Sturm raubte den Phöniziern den größten Teil ihrer Flotte. In Karthago ist das Holz knapp, mit dem wir unsere Kriegsschiffe fertigstellen wollten. Das Schicksal des Reichs wird sicher nicht vom Geld abhängen. Seid ihr etwa bereit, es zu schultern? Nein, nicht ich, mein Herr, aber ich bin mir Verrätern unseres Landes bewusst, die das könnten. Die Juden? Wir sind keine Kinder. Trotzdem könnte man das Geld durch Konfiszierung jüdischer Güter und Besitztümer heranschaffen. Und die Juden rücken selbstverständlich alles freiwillig heraus. Nein, natürlich nicht. Erst müssen wir sie alle umbringen. Jeden Einzelnen. Die einzige Möglichkeit, sicherzugehen, dass sie sich nicht an uns rächen. Er spricht von Frauen und Kindern, mein König. Ja, von Frauen und Kindern, ich weiß. Dann sagt, was ist eure Lösung?
Wäre es euch lieber, werter Memucan, dass sich die Griechen und Juden zusammenrotten und uns Hand in Hand umbringen, während wir in unseren Betten schlafen? Ist die Vergangenheit so mächtig, dass wir unsere eigenen Brüder töten, um uns aus ihrem Griff zu befreien? Kein Königreich war je so groß als das des jüdischen Königs Salomon. Er focht keine einzige Schlacht, hat nicht einen Krieg geführt, sondern blüht in einem Frieden, der ihm von seinem Vater weitergegeben wurde. Ihr habt es doch erlebt. Lasst euren eigenen Vater nicht umsonst gestorben sein. Macht nicht denselben Fehler und versucht... Hütet eure Zunge, General! Warum dürstet euch nach Krieg, mein Herr? Wenn der Frieden uns so viel Freude bereiten kann. Ihr sprecht vom Frieden. Lasst uns von den Juden reden. Statt sich den Gesetzen des Protokolls zu beugen, verneigen sie sich vor ihrem Gott. Ihre Propheten sprechen von einem König, der kommen soll. Einer, der über alle anderen Könige herrscht und alle Menschen befreit. Ist das nicht die Essenz der Demokratie, lieber Memucan? Ich glaube wirklich, dass wir unter eurer Führung verloren sind. Wenn wir verloren sind, dann doch wohl eher von innen. Marschiert gegen Griechenland, wenn ihr wollt, aber ihr werdet ohne einen General in den Krieg ziehen. Dann ist das Gesetz also noch nicht unterschrieben worden? Nein, noch nicht, meine Herren. Möglich, dass das schlechte Gewissen die Herzen der Männer plagt. Und nur unter dem Schutz des Gesetzes werden sie davon befreit. Also, was könnte ich denn jetzt noch tun? Ich darf nicht in die Bibliothek, ohne gerufen zu werden. Er kann nichts dagegen haben. Immerhin steht der Grund deines Besuchs über den Verboten. Diesmal muss er eurem Rufen folgen. Wieso hat dich die Wache durchgelassen? Ich hatte befohlen, dass heute niemand in die Bibliothek darf. Ich suche das, was du suchst, mein König. Die Wahrheit. Vielleicht die Wahrheit darüber, was zwischen uns ist? Es geht um Staatsangelegenheiten. Staatsangelegenheiten. Verstehe. Und was mögen das für Angelegenheiten sein? Betest du um mehr Parfum? Brauchst du mehr Gebäck? Du als Königin der Küche brauchst mich nicht zu fragen. Du weißt so gut wie ich, wie schnell sich das Wort im Palast verbreitet. Erst recht, wenn es um Verbrechen geht. Du bist sehr gelehrt, belesen. Erzähl mir eine Geschichte, die mein Dilemma löst. Ich habe mich nie vor dir verstellt. Nie verstellt? Du denkst, ich bin blind und sehe Memucans Fäden über deinem Kopf nicht. Dir sind diese Juden wichtiger als ich. Fragst du nach meinen Sorgen? Gibst du mir Ratschläge? Nein. Du beschwerst dich immer bloß. So wie Vashti? Geh weg von mir und komm nicht mehr in meine Nähe, egal mit welchem Anliegen. Oder dein Schicksal wird schlimmer sein als das von Vashti. Aber ich liebe dich wirklich. Die Liebe hat mich verlassen. Die Weisheit im Stich gelassen, also beuge ich mich dem Protokoll meiner Väter und meinem Imperium. Nächsten Monat ziehe ich in den Krieg. Was auch immer mein Schicksal sei, es wird nicht länger mit dir verbunden sein. Einst war dies deine liebste Lektüre. Und ist es auch nicht länger eine Liebesgeschichte? Enthält sie die Wahrheit von Mordecai dem Juden? Einer von denen, die du vernichten willst, rettete dein Leben. Und du hast ihn nie auch nur dafür geehrt. Das Los hat entschieden. Es bestimmt, an welchem Tag alle Juden des Königreiches hingerichtet werden sollen. Nach dem jüdischen Kalender wird dies am 13. Tag des Monats Adar geschehen. Prinz? Die Auslöschung eines Volkes darf nur von demjenigen autorisiert werden, der selbst das Siegel des Königs trägt. In
Ins ganze Land wurden Männer ausgesandt, um am 13. Adar alle Juden abzuschlachten und auszulöschen. Die Jungen und die Alten, Männer, Frauen und sogar Kinder, um ihnen im Auftrag der Krone all ihre Besitztümer abzunehmen. Der Schreiber besteht darauf, dass alles von dir abhängt, meine Königin. Dass es von mir abhängt? Meine Königin vermag vielleicht vor dem König vermitteln. Für die, die keine andere Hoffnung haben. Meine Herrin. Hast du das Protokoll vergessen? Den König ohne Aufforderung aufzusuchen, ist der Tod. Vielleicht zu Hofe. Aber sicher kannst du ihn privat aufsuchen. In seinen Gemächern. Das kann ich nicht, Jesse. Ich bin dir gehorsam gewesen. Ich stehe mit meinem treuen Herzen vor dir. Und nun befinde ich mich in einer Stunde der Sorge, genau dieses Gehorsams wegen. Ich flehe dich an, Vater. Es muss doch einen anderen Weg geben. Erhebe dich und greife ein. Lass dies vorübergehen. Lass es vorübergehen. Trost. Tröste mein Volk, spricht dein Gott. Weine über Israel. Auf dass der Krieg beendet und der Frevel aufgehoben wird. Der Ewige verschwindet nicht und ist nicht müde. Niemand ist fähig, ihn zu verstehen. Er gibt den Müden Kraft und den Schwachen Macht. Selbst die Jungen straucheln und sind erschöpft. Und junge Männer versagen. Doch diese, die auf den Herrn vertrauen, sollen wieder zu Kräften kommen. Herr, wir vertrauen auf dich. Verleih uns Kraft. Mach den Weg frei für den, der kommt. Knie vor dem großen Prinzen. Mach den Weg frei für den, der kommt. Knie vor dem großen Prinzen. Du! Auf die Knie für den großen Prinzen Haman. Knie nieder. Ich sagte knien. Stopp! Warum kniest du nicht? Ich kniee vor meinem König. Und Demut zeige ich nur vor dem Gott meiner Väter. Und wer ist dieser Gott? Er sagt, ich bin der eine wahre Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Der Gott des Abraham, des Isaak und Jakob. Ein Jude. Mordekai Ben-Jair. Mordekai. Ich werde mein bestes Schwein nach dir benennen. Vielleicht gibt es bald andere Gründe, dich an meinen Namen zu erinnern. Du wirst dich an meinen erinnern. Und zwar deswegen! Bewegt euch! Was hat das jetzt gebracht? Du bist genauso auf dem Boden gelandet wie der Rest von uns. Aber ich habe nicht gekniet. Komm schon, es fehlen nur 3 Tage, bis dir ein Königreich überreicht wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein einzelner Jude uns die Freude raubt. Das darf auf keinen Fall geschehen. Dann bitte um Erlaubnis, die Abreise des Königs mit der öffentlichen Hinrichtung eines Rebellen zu ehren. Als Symbol deiner Autorität über die, die hier bleiben, an den Galgen 50 Ellen hoch, mit Mordekai. Thank you.
Sie werden uns töten. Erhebt euch. Es gibt etwas, das mich stört. Ihr könnt mir helfen. Das erfreut mich sehr, mein König. Ich ersuche ebenfalls euren weisen Rat. Es gibt einen Mann, der mir einen guten Dienst erwiesen hat. Er wird von seinen Leuten sehr verehrt. Er rettete mir einst das Leben. Ich fühle, dass ihm trotz allem die volle Anerkennung noch nicht zuteil wurde. Ich denke, ihr solltet euch darum kümmern, diesen Mann, der den König erfreut hat, zu ehren. Lasst nach einer königlichen Robe senden, die ihr öffentlich getragen habt, Majestät. Ein Pferd, auf dessen Stirn ein königlicher Halbmond prangt, soll diese zu einem der edelsten Prinzen des Glaubens senden, damit er dem Mann die Ehre erweist, der den König erfreut. Und dann soll er mit ihm durch die Straßen ziehen und verkünden, so soll es dem Mann ergehen, an dem der König Freude findet. Ein exzellenter Vorschlag. Geht nun und erledigt alles, was ihr vorgeschlagen habt. Mein König. Geht zu Mordecai, dem Schreiber, der im Tor des Königs sitzt. Mordecai? Der Jude? Und wer ist dieser geehrte Mann? Ein Schreiber. Ein jüdischer Schreiber, der behauptet, das Leben des Königs gerettet zu haben. Ich hätte gedacht, ihr wäret geehrt. Mit dem Privileg, das der König euch erweist. Geehrt? Immerhin geht es um Persiens Ansehen. Was wird man von eurem Gatten, dem König, sagen, wenn er seinem höchsten Prinzen befiehlt, einen Juden durch die Straßen zu leiten? Einen Juden, meine Herren! Wieso sollte denn ein Jude anders sein als du oder ich? Sie sind unsere Feinde. Sie müssen vernichtet werden. Sie mögen euer Feind sein, aber nicht meiner. Wie ihr diese Juden in Schutz nehmt, könnte man fast denken... Könnte man was denken? Mein Prinz. Man könnte denken, das ist alles, meine Herren. Man könnte denken. Aus dem Weg für Mordecai, den Juden! Er ist ein Mann, den der König mit Freuden ehrt. Heil Mordecai dem Juden, geehrt vom König, geliebt von der Königin. Heil Mordecai dem Juden, geehrt vom König, geliebt von der Königin. Meine Königin, ich überbringe dir eine Botschaft von Mordecai. Dir bleibt nur wenig Zeit. Wenn der König morgen nach Griechenland reist, wird er Haman als seinen Regenten einsetzen. Es ist unsere letzte Chance, dieses Edikt des Todes zu verhindern. Ich habe ihm versprochen, dir das mitzuteilen. Du wirst in der Tat dein Leben riskieren, wenn du vor den König trittst. Aber denke nicht, dass, wenn du gar nichts sagst,
deine Position dich allein vor diesem Edikt rettet. Wenn du lieber schweigst, wird die Rettung für die Juden mit größter Wahrscheinlichkeit von woanders organisiert. Aber du wirst sicher untergehen. Wer weiß, vielleicht kamst du gerade in den Palast, weil die Zeit dafür reif war. Er bat mich, dir das hier zu geben. Sag Mordecai, er soll die Juden versammeln. Sie sollen fasten und beten. Ich werde dasselbe tun. Und morgen früh schicke mir eine Sänfte. Ich werde mich als Königin kleiden und so vor den König treten. Auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und sollte ich scheitern, scheitere ich eben. Einwohner Persiens, Diener der Krone. Heute stellen wir uns dem Schicksal und Begehren auf, die Welt zu erobern. Wir stellen uns den Griechen und allen anderen entgegen, die uns unseres Ruhmes berauben wollen. Ihre Krone, schnell. Die Sänfte wird gleich hier sein. Es kommt keine Sänfte. Was? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber... Der König wird in einer Stunde am Hafen sein. Ich habe keine Zeit, den Regen abzuwarten. Ich werde dir nicht erlauben, deinem Leben ein Ende zu setzen. Nein. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du... Was bleibt einem treuen Diener denn anderes übrig, um dir dein Leben zu retten? Du wirst nicht in das Schlafzimmer eines Mannes gehen, sondern in die Halle des Königs. Das ist kein Spiel mit ihm, sondern ein Kampf gegen das Protokoll und das Imperium. Dann gehe ich... Ich gehe wie... wie David vor Goliath und die Philister. Das sind nur Geschichten, Esther. Verstehst du mich? Nur Geschichten. Weißt du, was ich am meisten an der Geschichte von David und Goliath liebe? David triumphierte nicht, weil er etwa so gut kämpfte. Er triumphierte, weil sein Glaube stärker war als alles andere. Am heutigen Tag überlasse ich mein Amt für die Zeit meiner Abwesenheit dem Regenten Lord Harman, Prinz des Glaubens. Es ist mein Wille, dass jeder von euch ihm genauso zu dienen und zu gehorchen hat, als wäre er euer König. Kommt sie vor den König. Ja, das tut sie. Bricht das nicht das Protokoll? Ja, das Protokoll ist gebrochen worden. Wache!
Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was hat er zu deinem Anliegen gesagt? Die Zeit war... Ich konnte nicht fragen. Nicht dort, nicht zu Hof. Was nun? Werden wir vernichtet? Wir haben noch eine letzte Chance. Ihr müsst bei der Vorbereitung helfen. Ein König darf vor jedem sein Zepter senken, wenn er will. Mein König, an diesem Tag wurde euch euer Königreich beinahe aus den Händen gerissen. Diese Esther hat euch in einer Weise entehrt, wie es nicht einmal Vashti vermochte. Seht ihr nicht die Falle, die sie euch gestellt hat? Sie lädt uns zu einem Bankett ein, um ihr Anliegen zu erhören. Wenn ihr geht, werden die Leute in euch eine Spielfigur sehen. Und wenn ihr euch weigert, als Feigling. Es gibt nur einen Weg, das zu lösen. Die Mahlzeit zu eurer Zufriedenheit, mein König? Die Nacht wird lang. Was genau ist euer Anliegen, meine Königin? Meine Bitte, mein König, ist eure Erlaubnis, eine Geschichte zu erzählen. Eine, die ich vor vielen Nächten zu erzählen begann. Die Geschichte von Jakob, mein König, hört nicht damit auf, dass er Rachel heiratet. Die zwei hatten danach 12 Söhne. So wie diese 12 Säulen, die um uns herum stehen, wurden sie zu den Säulen eines Volkes. Natürlich. Ihr habt nicht eine Armee warten lassen, um eure Kindergeschichte zu Ende zu erzählen. Wenn eure Augen noch Gefallen an mir finden, schenkt mir mein Leben, das ist meine Bitte. Und das Leben... meines Volkes erbitte ich ebenso. Du verlangst von mir dein Leben und das deines Volkes. Mein schönes Kind, ich weiß nichts von deinem Volk. Wie sie sind, hast du mir noch nicht verraten. Wären wir doch bloß als Sklaven verkauft worden. Ich würde dazu geschwiegen haben. Dieser Haman wollte unser Blut. Mein Blut. Das Blut Jakobs. Eurem Jakob. Eurem Jakob wurde ein neuer Name verliehen. Israel. Genauso jüdisch wie ich. Du? Esther. Eine Jüdin. Nicht Esther, mein König. Hadassa Bat Abiel, Tochter des Stammes Benjamin, Kind des mächtigsten aller Götter. Ich muss sagen, eine so schlechte Geschichte habe ich in meinem ganzen Leben nicht gehört. Sie ist keine Jüdin, sie ist eine Vashti. Ist das nicht merkwürdig? Eine Armee marschiert los und schon ist sie eine Jüdin. Oh. Esther ist eine Jüdin. Eure Vashti protestierte nur gegen die Idee des Krieges.
Diese Königin versucht, die Autorität eures Herrschens zu untergraben. Jüdin, wenn das wahr wäre, warum hat sie es geheim gehalten? Bitte, sagt es uns. Der Allmächtige, der in der Tat anordnete, dass euch meine Worte nicht die Wahrheit sagen, erlaubte es jedoch wenigstens meinem Herzen. Denn dies, was ich euch darbot, das Wertvollste, das ich auf der Welt habe, trägt meine Herkunft tief in seinem Inneren. Darf ich fragen, was das bedeuten soll? Die Sterne. Ihr könnt sie doch sehen, oder? Seht ihr sie nicht? Ein Spielzeug. Wohl nicht so ausgegangen, wie ihr gehofft hattet. Dachtet ihr, ich würde kriechen? Dachtet ihr, ich würde betteln? Um mein Leben winseln? Wie mein Vorfahre Agag lange vor eurem Saul? Möchtet ihr, dass ich bitte für euch? Mir mein Leben. Ihr seid eine gütige Herrin. Verschont mich. Ich bitte um Vergebung. Verschont mich. Verschont mich. Verschont mich. Würdet ihr auch dann die Königin angreifen? Meine Frau! Wenn ich in meinem Haus wäre... Unser Bote hat mich informiert, dass im Garten Haman zur Stunde ein Galgen aufgerichtet wird. Scheinbar ist er gedacht für Mordecai, den Juden. Hängt ihn dort auf. Was führte dich zurück? Ich habe... Ich sah die Sterne. Und so hatte eine neue Generation mit einem Akt des Glaubens die Zeit von Jahrhunderten ausgelöscht und ihr Schicksal erfüllt. Heute stelle ich euch euren neuen Prinzen und Schulmeister vor. Mordecai Benjar! Seit dem Tag, der für ihre Vernichtung gedacht war, sollen alle Juden das Recht haben, sich zu verteidigen. Und es ist erlaubt, alle Besitztümer ihrer Angreifer zu behalten. Mit dieser Geschichte, die ich weitersende, trage ich euch allen auf, diesen Tag als einen Tag der Freude zu feiern. Ein Fest, das über Generationen überliefert und immer wieder erzählt werden soll. Es soll Purim genannt werden. Nach dem Wurf des Pur, des Loses, das seine Zeit bestimmte. Während wir weiterhin in einer Welt voller Ungewissheit leben, können wir jubeln. Denn versteckt in ihren Geheimnissen ist die Ehre eines Königs. Und so diktiert sende ich dieses Dekret aus, unter dem Siegel des Mordecai.
Prinz von Persien. Ein Jude.